Aha! Habt ihr schon was von dem 18-Hater-Merch gehört? Es gab Spekulationen davon, dass dieser Merch veröffentlicht wird und die ganze Menschheit verändern wird. Nun ist es auch da. Es gibt jetzt nun den 18-Hater-Merch, den ihr für 100 Euro pro T-Shirt bekommen könnt. Unter dieser Website findet ihr zwei verschiedene T-Shirts, die schon vorbereitet wurden. Es ist nämlich der HÄ-Merch. Schaut halt interessant aus. Vor allem, weil da halt hier so Viecher und so zu sehen sind. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem 18-Hater. Das Spiel, was ich gemeint habe im Infovideo, war Splatoon 2. Auf Splatoon 2 habe ich nämlich heute wirklich Lust. Tja, also so sehe ich gerade aus, aber wegen den Effekten, die halt bei der Kleidung gibt, falls die ein bisschen verstehen, glaube ich, was ich meine. Das ist auch das erste Gameplay mit diesem Mikrofon. Ich muss mich auch daran gewöhnen, also nicht wundern, wenn da irgendwie es ein bisschen komisch klingt. Es sind keine technischen Störungen, hoffe ich, sondern ich muss mich halt daran gewöhnen. Heute habe ich geplant, mich erstmal mit dem Internet zu verbinden. Okay, hat funktioniert, dass ich jetzt ein paar Runden Revierkampf spiele und dann auch ein paar Runden Rangkampf, also Herrschaft. Und darauf habe ich jetzt übelst Lust. Tja, wollen wir mal sehen, wie ich denn jetzt werde. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Oh, wir sind in der Steinköhler Grube. Diese Stage gab es schon bei Splatoon 1. Mal sehen, wie ich jetzt so drauf bin heute mit Splatoon. Los geht's. Bei Revierkampf geht es ja so, falls einige es halt nicht kennen, dass man die ganze Stage mit seiner eigenen Farbe markieren muss. So, da komme ich erstmal mit meinem coolen Jetpack. Boah. Oh Mann, ich habe gerade gehofft, ich überlebe das. Also es sieht gerade so aus, als... Ja, okay. Die führen gerade, die Gegner. Nein, Gott, ich bin auch noch in ihn reingelaufen. Oh Mann. Was ist da los? So. Gotcha, Bitch. Digga, wir verkacken gerade richtig hart. Nein, nicht schon! An welchem Punkt ist der Mensch angekommen? Falls einige fragen, wie mein Urlaub war, ich sag mal so, es war alles andere als Urlaub. Die Hitze, dann noch, dass Türkei ja ein Risikogebiet war. Das Schlimmste meiner Meinung nach war der Corona-Test. Meine Nase ist daran gestorben. Ich meine jetzt nicht das Gewisse. Das war witzig. Alter, in dieser Runde bin ich ja... Oha, schaut euch das an! Na gut, Leute, das war eine Aufwärmrunde. Okay, ich hoffe mal, dass wir diese Runde gewinnen. Also das ist halt die Frage, ob wir in dieser Runde überhaupt gewinnen. Das ist hier die Frage, Leute. Das ist echt die Frage. Ob wir in dieser Runde überhaupt gewinnen. Run. Scheiße, scheiße, scheiße. Wow. Oh mein Gott. Ich bin Gott, Leute. Wie habe ich das bitte überlebt? Nicht mehr lange. Und dann war's mit dieser Runde. Natürlich nicht mit dem Gameplay. Das Gameplay geht natürlich jetzt hier noch weiter. Sonst wäre es ja echt ein langweiliges und beschissenes Video. Selbst für mich. So, dann hole ich nochmal den Tintenschauer. Oh, shit. Als ob, nein! Yes! Okay. Jo!
Ich liebe diesen Song! Ist eigentlich den Song, den ich gerade beim Cutten abgespielt habe. Diesen Song mag ich halt wirklich. Vor allem die Remix-Version. Yes! Oh geil, nochmal! Oh shit, ich bin umzingelt. Nein! Oh Gott, nein! Oh shit, aber ich habe lange überlebt. Oh shit. Bombenprank! Dieser Bombenprank war böse. Okay. Also, ich bin gerade voll konzentriert, deswegen nicht wundern, warum ich jetzt auf einmal so ruhig bin. Aber die holen auf. Das ist schon schlecht. Die holen langsam auf. Nein! Fuck! Oh oh, oh oh. Scheiße, das ist knapp. Okay, das ist übelst knapp. Meine Teamkollegen dürfen jetzt nicht sterben. Okay, bisher sind alle am Leben. Bisher sind alle am Leben. Wie sieht's aus? Oh oh, ich glaube, die haben gewonnen. Ich wusste es. Ja. Die haben im letzten Moment aufgeholt. Aber da kann ich jetzt echt nur sagen, GG. GG, ja. Ja. Selbst meine Gedanken. GG. Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Verdammte Scheiße, die haben gewonnen. So, Steinköhler Grube wieder. Die Schwarmraketen. Wow! Ich wusste es, da ist er. Alter, spannend, Digga! Was ist da los? Oh, okay, GG, Bruder. GG. Oh Mann, fast den Sniper gekillt. Ah, ganz knapp. Oh, da drüben. Was? Wo kam der denn her? Ich dachte, er kommt so auf ein... Dabei habe ich mir auch gedacht, als ich doch bei Last Gamings Video das Mario Kart Video gewonnen hatte. Und dann haben wir ja ab sofort den Championship, also ab sofort den Championship das, eingefügt. Ich habe da gedacht, wird Last Gaming halt richtig, richtig wütend auf mich sein. Also, ich glaube, er ist nicht so stark ausgerastet, wie man denkt. Jetzt geht's eindeutig um die Farbe. Ist jetzt übelst wichtig. What the fuck? Scheiße, Sniper! Okay. Was sagt das Ergebnis? Oh, ich glaube wir. Yes! So, wir gehen jetzt zur Herrschaft. Buckelwahlpiste. Das war eins der Stages, die ich mochte in Splatoon 2. Und ich mag die auch heute noch. Er ist auch gekillt. Erstmal schön in die Runde rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hinter mir! What the fuck? Oh Gott! Bombenprank! Schon wieder so ein böser Bombenprank. What the fuck? Was ist da gerade passiert? Also, es ist gerade ein richtig krasses Match. Obwohl ich die Gegner jetzt schon nicht leiden kann. Was macht mein Team da? Oder kommen die halt nicht weiter? Vor allem der da hinten, was macht der da? Hä? Ich renne lieber weg. Gott, ich...
Scheiße, die gewinnen. Die haben einfach gewonnen durch Betrug. Was soll man da machen? Ich hoffe, ich habe ihn nicht kaputt. Oh, wir sind bei der Manta Maria. Auch anders gesagt, wir sind auf dem Boot. Naja, ein Schiff, um genau zu sein. Hier gibt es ja jetzt zwei Herrschaftszonen. Und das ist halt schon auch schwerer, meiner Meinung nach. Geh mir hier hin. So. Ich wusste es. Nur eine Sache. Ich weiß, dass ich jetzt euch manchmal mit Infovideos halt belästige. Aber wie soll ich euch sonst informieren, halt, was demnächst so sein könnte? Also bitte hasst jetzt mich nicht dafür. Aber es ist halt natürlich schon wichtig, wenn ihr was Wichtiges erfährt zum Beispiel. Also Beispiel könnte ich jetzt sagen, ja, durch Schule wird halt Videos kaum noch sein und das ist sogar wahr. Und ich bin auch tot. Aber das ist halt wichtig. Deswegen bitte habt Verständnis damit, okay? Yes! Oh, wir führen? Lol, ist mir gar nicht aufgefallen. Hilfe! Hinter mir! Alter! Okay, da ist einer. Oh Gott, die Bombenpranks! Gott, ey. Wasser! Lol, Wasser! Einer hat uns gefehlt! Oh, Glück gehabt! Oh, gekillt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Puh, nur weil ich keine Tinte hatte. Okay, noch einer. Oh oh. Oha, ich habe sogar einen von beiden gekillt. Alter, als ob. Als ob. Als ob das passiert ist. Als ob. Einfach so direkter K.O.-Sieg. Was war das denn für eine Zerstörung? Nein, oh. Alter. Okay, ja. Ja, was soll man machen? Yes. Oh, shit. Den habe ich übersehen. Oh, shit, da versucht, glaube ich, gerade jemand mich zu killen. Yes! Der ist auch schon mal weg. Okay, erstmal aufladen. Scheiße! Der Hammer! Oh Gott! Okay, das war schlecht. Das war wirklich schlecht. Oh Gott! Alter, die machen gerade übelst Verteidigung. What the fuck? What the fuck? What are they doing? My English is not good. Einige Sachen sind halt bei Splatoon wirklich OP gemacht. Muss ich halt echt sagen. Zum Beispiel das. Was hätte man machen sollen? Na gut, ist halt so. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr wisst bestimmt, Like, Abo, Glocke aktivieren und ja, Feedback fallen lassen. Genau, da lassen meine ich. Schaut
mal auf Twitch oder auch Twitter, als auch auf Instagram vorbei. Könnt ihr gerne machen, ihr müsst nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Lasst alle bitte ein Atinator und ein Like da.